Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine bereitet sich die Bundesregierung auf eine Verschlechterung der Gasversorgung aus Russland vor. Wirtschaftsminister Habeck rief die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Es gäbe aber aktuell keine Versorgungsengpässe, sagte der Grünen-Politiker. Dennoch müsse man für den Fall einer Eskalation durch Russland gewappnet sein. Habeck erläuterte das Vorgehen am Morgen in Berlin. Noch immer ist Krieg in der Ukraine. Während wir hier reden, sterben Menschen. Die Bilder haben an Dramatik ja eher zugenommen. Entsprechend wichtig ist, dass die Sanktionen, die Deutschland, die Europäische Union, die transatlantische Partnerschaft verhängt haben, dass die eingehalten werden. Genau das versucht Putin jetzt zu schwächen, indem er versucht, die Sanktionen über eine Rubelforderung wieder zu durchbrechen und abzuwerten. Das ist verhindert worden und zurückgewiesen worden durch einen Beschluss der G7-Energieminister am 28., also vor ein paar Tagen. Wir werden keinen Bruch der privaten Lieferverträge akzeptieren und ich freue mich, dass die Unternehmen selber das ganz genauso sehen. Russland hat jetzt in der Reaktion wohl auch auf diesen Beschluss entlang von verschiedenen Äußerungen deutlich gemacht, dass sie ein Gesetz vorlegen werden, das aber genau daran festhält, dass Öl- und Gaslieferungen in Zukunft mit Rubel bezahlt werden. Und es gibt mehrere Äußerungen von russischer Seite, dass, wenn das nicht passiert, dass dann die Lieferungen eingestellt werden. Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen. Die Frühwarnstufe ist die erste Stufe von drei möglichen Stufen. Sie ist ein Monitoring, es geht um ein Monitoring der Situation entlang der Verordnung, auf der diese Frühwarnstufe ausgerufen wird. Wird jetzt ein Krisenstab im Ministerium eingerichtet. Damit wird das, was wir die letzten Monate getan haben, formalisiert. Dieser Krisenstab besteht aus Mitarbeitern meines Ministeriums, aus Vertreterinnen und Vertretern der Bundesnetzagentur, den Marktgebietsverantwortlichen, den Fernleitungsbetreibern. Und er wird durch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer unterstützt. Er wird täglich tagen und dann die Gassituation genau monitoren, über schriftliche Berichte täglich Informationen sammeln und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Wichtig zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass alle Verträge eingehalten werden und dass das Gas und das Öl nach Deutschland kommt, im Moment wie bestellt. Es ist also eine Präventions- oder Vorsorgeentscheidung, die ich heute getroffen habe. Sie basiert auf einer europäischen Verordnung, der sogenannten SOS-Verordnung, und ist damit an die Rechtsnorm in Deutschland oder basiert auf der Rechtsnorm in Deutschland, wie sie vorbereitet wurde für solche Fälle. Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft. Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie private Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Jede Kilowattstunde ist ein Beitrag. Und die privaten Verbräuche zu reduzieren, aber auch die Verbräuche in den Unternehmen zu reduzieren, hilft in dieser Situation sehr gut, über diese Zeit zu kommen. Soweit also Bundeswirtschaftsminister Habeck. In Berlin hat unser Kollege Daniel Prokraka die Pressekonferenz von Robert Habeck verfolgt. Daniel, die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas. Da steckt das Wort Warnung und Notfall drin. Wie ist die Situation und was bedeutet das jetzt genau? Das bedeutet, dass jetzt ein Krisenstab gebildet wird. Da sitzen alle dann am Tisch, die tatsächlich mit dem Gasmarkt, mit der Gasversorgung zu tun haben. Alle Behörden, auch alle Gasversorger und die Netzbetreiber müssen eben noch mal mehr als sonst darauf achten, dass die Netze tatsächlich stabil sind in Deutschland, die Gasnetze. Das hat alles jetzt Priorität. Diese Frühwarnstufe ist die erste von drei möglichen Warnstufen. Es geht jetzt noch nicht darum, dass irgendwo das Gas knapp ist, dass das Gas rationiert
kontrolliert werden muss, dass der Staat da eingreift, sondern um eine erste, tatsächlich, wie es eben so tatsächlich heißt, eine Frühwarnstufe. Gleichzeitig aber muss man das ernst nehmen, denn die Gefahr, dass kein Gas mehr aus Russland zumindest kommt, die ist ja real. Und das ist, denke ich, auch das Signal, das Robert Habeck senden will. Es ist jetzt ernst. Wir schalten die erste Stufe scharf und beobachten noch mal genauer als sonst, was da jetzt vor sich geht. Ja, und trotzdem gab es noch ein weiteres Signal. Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe. Das hat Habeck gerade gesagt. Dennoch müsse man die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation mit Russland gewappnet zu sein. Wie soll das denn gehen? Bisher hieß es doch immer, man bräuchte wahrscheinlich mehr als 3 Jahre, um sich überhaupt unabhängig von russischem Gas zu machen. Es gibt ja nicht nur russisches Gas, und das Zeichen, was von heute ausgeht, ist, denke ich, nehmt es ernst, wir nehmen es ernst, und es kann bald dazu kommen, dass kein russisches Gas mehr kommt. Da stehen wir noch nicht, ist dem Minister sehr wichtig als Botschaft, aber natürlich ist diese Gefahr real. Wir bekommen also als Deutschland heute natürlich auch schon Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden, das steht ja nicht in Frage, und deswegen ist die Frage der Rationierung auch eine, die im Moment sich noch nicht stellt, aber natürlich kann es sein, dass Russland demnächst entscheidet, wir liefern euch gar kein Gas mehr. Da ist diese erste Frühwarnstufe jetzt eben tatsächlich der erste Schritt. Können Sie uns das nochmal erklären? Das Ganze ist ja eigentlich so akut geworden, weil die G7-Staaten, eben auch Deutschland dann, sich weigerten, das Gas aus Russland demnächst in Rubel, also in der russischen Währung, zu bezahlen. Warum ist es überhaupt dazu gekommen? Da sagen die G7 relativ eindeutig, und Robert Habeck hat das heute Morgen auch noch mal gesagt, die Verträge sehen das nicht vor. Das ist ein Vertragsbruch, dass in Rubel bezahlt werden soll, dass Russland das jetzt plötzlich verlangt. Und das komme eben gar nicht in Frage. Denn wenn man jetzt sich darauf einließe, dann würde das auch den Rubel stärken. Das würde die Zentralbank in Russland stärken. Die Währung also insgesamt, es würde letztlich das System Putin, die russische Regierung stärken. Das sind alles Dinge, an denen der Westen, an denen die Europäische Union, an denen die G7-Staaten überhaupt kein Interesse haben. Dafür gibt es ja Sanktionen, und deswegen lässt man sich darauf nicht ein, und deswegen erwartet man jetzt natürlich, und das scheint ja auch demnächst zu kommen, dass Russland darauf wiederum reagiert, dass man auf diese Forderung eben nicht eingeht. Ja, wenn Russland dann das Gas tatsächlich abstellt, wie lange würde das Gas eigentlich dann noch fließen zu uns nach Deutschland, und wie lange reicht das dann? Ja, wie lange das reicht, die Frage ist schwierig zu beantworten, denn wir haben ja zum Glück, kann man sagen, nicht nur russisches Gas, sondern eben auch das Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden. Es gibt das Flüssiggas, was über die Niederlande, über Belgien, über Frankreich auch nach Deutschland kommt. Das soll ja schrittweise mehr werden, aber natürlich reißt das russische Gas, wenn es nicht kommt, eine Lücke. Wie groß diese Lücke wird, hängt unter anderem davon ab, wie kalt oder warm wird jetzt der April. Das heißt, wie viel brauchen die privaten Haushalte zum Heizen? Das kann man jetzt relativ schlecht vorhersagen. Und wie viel bleibt dann der Industrie, um sich möglichst wenig einschränken zu müssen bei ihrem Gasverbrauch? Also seriös kann man es nicht beantworten, wie lange jetzt das Gas reicht, sofern plötzlich keins mehr kommt aus Russland. Aber dass das eine reale Gefahr ist und dass das für die deutsche Industrie ein großes Problem wäre, wenn kein russisches Gas mehr käme, das ist völlig klar. Sie haben die beiden Abnehmer angesprochen. Was rät Habeck denn den Unternehmen und auch uns Bürgerinnen und Bürgern? Ja, die Unternehmen sollen das tun, wozu sie ohnehin aufgerufen sind, möglichst schnell. Aber das geht eben nicht, von heute auf morgen ihre Produktionsprozesse umzustellen, wegzukommen vom Gas. Der Hebel, den Habeck sieht, ist schon der private Verbrauch. Möglichst den Verbrauch zu reduzieren, möglichst weniger zu heizen. Das Problem ist ein kommunikatives in dieser Hinsicht. Man sagt als Politik den Leuten sehr ungern, bitte dreht die Heizung runter, friert für die Ukraine, friert im Kampf gegen Putin. Deswegen hat er das sehr behutsam gemacht und gesagt, ich bitte die Leute einfach, möglichst wenig zu heizen, und danke auch dafür, wenn sie es möglichst wenig tun. Es wird eine Aufklärungskampagne geben, aber die wird eben kommunikativ so sein, dass man das eben relativ behutsam macht. Aber klar ist, dass der private Verbrauch und die Reduzierung des privaten Verbrauchs von Gas schon ein deutlicher Hebel ist, um unabhängiger zu werden von russischem Gas. Daniel Pokraka, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke nach Berlin.
Wirtschaftsminister Habeck rief am Morgen die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus und Klaus-Rainer Jackisch hat dazu an der Frankfurter Börse mit dem Fondsmanager Thomas Mayer gesprochen und ihn gefragt, wie dramatisch er die Entwicklung um das mögliche Ausbleiben russischer Gaslieferungen einschätzt. Ich glaube, die Dramatik ist nicht allzu groß, weil es ja auch die erste Stufe ist. Nach der Ankündigung des Kremls, wie Sie es eben angesprochen hatten letzte Woche, ist das nicht überraschend. Aber natürlich ist diese Wolke, die da ein wenig über die Kapitalmärkte schwebt, die Energiesicherheit, auf jeden Fall gegeben. Es gibt ja mehrere Stufen, 3 Stufen in diesem System. Das heißt, das spitzt sich so nach und nach zu. Kann man davon ausgehen, dass in der Tat wir Bundesbürger zunächst erst einmal gar nicht so viel davon merken und unser normales Leben ganz normal weitergeht und wir mit keinen Versorgungsengpässen rechnen müssen? Oder der Bundeswirtschaftsminister hat auch deutlich gemacht, man solle schon ein bisschen sparen. Das hört sich ja schon doch eher etwas brenzliger an. Nein, also ich glaube, der Privatbürger ist ganz klar ausgenommen von der Versorgungsproblematik. Das steht schon mal fest. Es gibt eine Prioritätenliste. Aber dennoch ist natürlich zu sagen, dass die Auswirkungen für die Wirtschaft durchaus größer sein können. Das heißt, bestimmte Produktionskapazitäten können dann aus dem Markt genommen werden. Das können Vorlieferprodukte für andere Produktionen sein. Also dieser Effekt, der würde dann erst nach und nach wirklich sichtbar werden. Viele Bereiche der Industrie haben ja bereits in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass sie sich große Sorgen machen, insbesondere die Chemieindustrie. Aber es gibt ja auch viele andere Branchen, etwa die Keramikindustrie oder Papierindustrie, ja, die teilweise sehr stark eben auch von der Gaslieferung abhängig sind, weil sie einfach damit das brauchen, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Wie schwerwiegend wäre denn tatsächlich eine Drosselung oder gar ein Stopp des Gases aus Russland für die hiesige Wirtschaft? Also natürlich werden die Auswirkungen gerade langfristig viel schwieriger, weil es um den Produktionsstandort Deutschland geht. Kurzfristig kann man sicherlich über Überbrückungen, über LNG, über andere Länder mit leichten Produktionsdrosselungen zurechtkommen. Langfristig ist jedoch Fakt, dass Deutschland Sachen produziert, die die Welt nachfragt. Die Frage ist einfach, ob wir diese Produktionsketten in diesem Maß dann noch aufrechterhalten oder kostengünstig darstellen können. Das ist eher eine längerfristige Problematik, die insbesondere den Produktionsstandort Deutschland, gar nicht mal unbedingt die deutschen Firmen, weil die können internationalisieren, treffen könnte. Nun gibt es ja einige Volkswirte, die sehen das alles ziemlich gelassen. Die sagen, ja, das können wir schon verkraften. Auch eine Drosselung können wir verkraften, möglicherweise gar einen Stopp. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine Studie ermittelt. Danach würde man zwar davon ausgehen, es gäbe eine Rezession von 3%, also ein Minuswachstum von 3%, aber das könnte man schon schultern, das ist alles nicht so schlimm. Muss man sich schon ein bisschen an den Kopf greifen und wundern, sehen Sie das auch so optimistisch? Also, wie gesagt, wenn wir jetzt vom Panikfall sprechen würden, sind die Auswirkungen natürlich dramatisch. 3-5% Wachstumsrückgang sind sicherlich möglich. Ich glaube eher, diese langfristigen Effekte, die sind viel schwieriger, insbesondere für die deutsche Wirtschaft, weil dann natürlich überlegt werden muss, welche Produktionskapazitäten sind in Deutschland überhaupt noch kostengünstig abbildbar. Und das ist, glaube ich, die viel größere Problematik. Das heißt, hier reden wir über das Potenzialwachstum in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und das sind schon eher größere Verwerfungen, die dann stattfinden. Und da wird sicherlich auch die Politik ein sehr enges Auge drauf haben.